Das ist schon eine bizarre Situation. Da werfen die einen Vereinfacher den anderen Vereinfachern Vereinfachung vor, versuchen sich gegenseitig zu überbieten, und die einzigen, die davon profitieren, ist die AfD. Es ist eine bizarre Situation. Die CSU droht der eigenen Regierungschefin mit einer Verfassungsklage. Sie drohen mit einer Klage gegen die Regierung, der sie selber angehören. Sie drohen mit einer Verfassungsklage gegen sich selber. Angeblich, habe ich gelesen, klagt ja nur die CSU-Regierung in Bayern und nicht die CSU als Teil der Regierung in Berlin. Und ich muss Ihnen sagen, das kann ich mir politisch nicht mehr erklären, sondern nur mehr pathologisch. Man nennt es Bewusstseinsspaltung. Was bezwecken Sie mit Ihren Dauerattacken? Was bezwecken Sie mit Ihren Drohungen, mit Ihren sich überschlagenden Scharfmacherparolen? Was bezwecken Sie mit Ihrer sich dauernd schneller drehenden Eskalationsspirale? Was bleibt Ihnen denn noch, wenn alle Brandbriefe geschrieben sind, wenn die Verfassungsklage eingereicht ist und wenn sie letztlich scheitern wird? Was Ihnen dann noch bleibt, ist der Austritt aus der Bundesregierung, der Bruch der Koalition. Mit dieser Drohung machen Sie mächtig Eindruck. Denn es müsste Ihnen ja auch schon aufgefallen sein, es braucht Sie nicht für die Regierungsmehrheit in Berlin. Und das ist Ihr eigentliches Problem. Sie sind verzichtbar für die Regierungsmehrheit in Berlin. Und davor haben Sie Panik. Das ist das eigentliche Problem. Je mehr Sie sich aufmandeln, desto mehr demonstrieren Sie Ihre Schwäche. Und die ganze Farce mit Ihrer angekündigten Klage zeigt nichts anderes als Ihre Hilflosigkeit. In der Sache bewirken Sie nichts. Das haben Sie auch schon zugegeben. Die Bundeskanzlerin muss Ihre Klage nicht wirklich fürchten. Aber was Sie bewirken, natürlich haben Ihre Äußerungen, Ihr Dauerstaccato, und natürlich hat das eine Wirkung. Und mit Ihrem kopflosen und panischen Aktionismus. Sie bewirken, dass die schon bestehende Verunsicherung in der Bevölkerung nochmal steigt. Dass die Leute wirklich nicht mehr wissen, wo sie dran sind. Das Gerede vom Notstand, von Notwehrmaßnahmen bewirkt doch, dass die Menschen sagen, ja, was kommt denn da alles noch? Woran können wir uns denn noch festhalten? Und davon profitieren dann genau die, die sie angeblich klein halten wollen. Wer den Recht... Ich sage Ihnen, Herr Zellmayr, hören Sie einfach mal zu, ich sage Ihnen, wer den rechten Mob füttert, der bewirkt, dass er wächst und nicht, dass er schrumpft. Sie sollten nicht permanent weiter Angstpolitik betreiben, sondern die Werte unseres Grundgesetzes besonnen verteidigen. Und glauben Sie denn wirklich, dass wir einfach mal so unsere Grenzen schließen können und alles ist wieder gut? Ist Ihnen schon aufgefallen, wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben in einer globalen und vernetzten Welt, und in dieser globalen und vernetzten Welt, von der wir im Übrigen alle profitieren und unsere Wirtschaft profitiert, von der Sie immer sagen, wie wichtig es ist, die Wirtschaft zu unterstützen, in dieser globalen und vernetzten Welt können wir nicht einfach mal den Schalter umdrehen und die Grenzen dicht machen. Davon würde nämlich der allergrößte Schaden ausgehen. Und wollen Sie denn wirklich diesen Überbietungswettbewerb der verschiedenen Länder in ihrem St. Florians-Prinzip, wir machen die Grenzen dicht, dann müssen die Nächsten die Grenzen dicht machen, dann müssen die Übernächsten die Grenzen dicht machen, das endet dann am Mittelmeer. Wollen Sie denn, dass die Flüchtlinge dort stranden oder möglicherweise gar nicht erst ankommen am rettenden Ufer? Wollen Sie, dass Hunderttausende von Menschen in den europäischen Ländern hin und her geschoben werden können? Das ist keine konstruktive Politik und das ist auch keine menschliche Politik.
Und ihr Spiel ist auch deswegen so gefährlich, weil sie damit letztendlich Europa aufs Spiel setzen. Und was wir jetzt brauchen, ist nicht die Flucht vor der europäischen Verantwortung. Was wir jetzt brauchen, ist mehr europäische Verantwortung. Herr Rindersbacher hat es gesagt, mehr europäische Solidarität und nicht grenzendicht. Und jeder schaut, dass er selber möglichst wenig Flüchtlinge aufnehmen kann. Das ist ein Versagen unserer Verantwortung und der europäischen Verantwortung. Die Bundeskanzlerin hat das in der Tat verstanden. Die Bundeskanzlerin hat das verstanden, dass wir die Probleme europäisch anpacken und europäisch lösen müssen. Und ihr Entwicklungshilfeminister Gerd Müller hat das auch verstanden. Es gibt also doch noch Hoffnung, dass es einige in ihren Reihen gibt, die der Vernunft nicht ganz abgeneigt sind. Der Union-Fraktionschef Kauder hat sie vor kurzem aufgefordert, sie sollten endlich verbal abrüsten. Und er hat gesagt, wir sind hier nicht im Kasperltheater, sondern in einer der größten Bewährungsproben unseres Landes. Ich stimme ihm nicht oft zu, aber an diesem Punkt kann ich ihm zustimmen. Und deswegen brauchen wir keine weitere Eskalationsspirale, sondern konstruktive und besonnene Lösungen. Und vielleicht sollten Sie sich den Rat einer weiteren Parteifreundin der CDU zu Herzen nehmen. Julia Klöckner hat vor kurzem gesagt, einfach mal die Klappe halten und arbeiten. Dankeschön.